Erste Überschreitung vom Flatterbike Gedächtnisgrat und noch anregender Gratkraxelei eine Forststraße erreicht. Du tust eh immer mit einem Bankerl spazieren fahren, das nennt sich Eisenbahn. Da ist sicher auch mein Mountainbiker-Genuss. Die Kuckuckbauerhütte. Da, noch einmal Sonne. Bleiben wir jetzt sitzen, bis finster wird. Du darfst nämlich immer so überhaupt nichts sagen dürfen. Man schummelt nämlich, der hat zwei Schrittzähler mit. Dein Wort in Gottes Ohr. Ganz arg finster. Hallo und Grüße von der Haltestelle Kreisbach in Wilhelmsburg. Ich bin Flat dabei und heute geht's auf die fünfte Etappe vom Wienerwaldweitwanderweg 404 und zwar von Kreisbach nach Heinfeld. Und da nehme ich euch einfach mit. Von der Haltestelle dürfen wir die Gleise jetzt nicht übergehen, sondern wir kehren da hinaus Richtung des Dreisenflusses. Drüben haben wir einen Wegweiser, der weist ganz fleißig und sagt uns St. Pölten, Dunkelsteiner Wald, Mautern an der Donau 06. Ja? Es war auch eine Tagesetappe von da aus nach Mautern. Eine ziemlich ambitionierte, aber es geht. Ja, nein, also es wäre weit, glaube ich. Aber ja, warum nicht? Es sind sicher mehr als 30 Kilometer. Und da Göblersbruck, Rote Au, Stockerhütte 04404, Göblersbruck, Stockerhütte 655, Meißelhöhe, Kaiserkogel 04066655. Ja, wir sind nämlich noch immer am gemeinsamen Verlauf vom 04er und vom 404er und das wird sich da vorne aber jetzt dann bald einmal irgendwann aufhören. So, hier Abzweigung, dass wir zum Dreisenfluss kommen. Göblersbruck, Rote Au. Also. Da oben haben wir nochmal den historischen Weg. Also. Und jetzt geht es für uns da flussaufwärts dahin. Jetzt sind wir jetzt endlich von der Straße weg. Kann auch nicht schaden. Obwohl die heutige Etappe gar nicht so kurz ist. Also dadurch, dass wir ja gestern mit unserem Bus mal eher umdisponieren haben müssen, haben wir auch heute wieder ca. 30 Kilometer vor uns, bis wir nach Heinfeld kommen. Haben wir uns diesmal ganz bewusst für eine spätere Anreise entschieden und sind da erst knapp vor 9:30 in Kreisbach angekommen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil uns schon klar war, dass es die Chancen auf Nebelauflösung natürlich mit jeder Stunde erhöht und in die Gefahr, dass wir ins Finstere kommen, da begeben wir uns nicht. Also das geht sich trotzdem locker aus, dass wir noch bei Tageslicht Heinfeld erreichen. Demzufolge haben wir uns in der Früh mal ausnahmsweise keinen Stress gemacht. Vielleicht auch durch die gestrige bittere Erfahrung, dass wir mal unseren Stress gemacht haben, damit wir den Bus erreichen, es dann leider trotzdem nicht geklappt hat. Wenn wir den Blick in Richtung Osten richten, da ist schon erkennbar, dass da zum ersten Mal die Sonnenscheibe ganz wie so ein kleiner Butterkreis in der Pfanne, der zerschmilzt, irgendwie schaut das aus. Ganz, ganz leicht sichtbar ist und gleich wieder hinter solchen Nebelschwaden verschwindet. Jetzt am östlichen Dreisenufer die Siedlungsfläche endet, wird auch plötzlich der Damm ein wenig weniger hoch und aufwendig. Das heißt, da hat man da hinten einen Bereich geschaffen, wo eine Überflutungsfläche ist und die Siedlungsfläche dort hinten ist erhöht genug. Und damit ist dann neben uns also ein gewisser Auwald. Und was man da hört, überdeutlich nun, ist die Bahn. Ungefähr deren Verlauf folgen wir auch vorbei an den aufgelassenen Haltestellen Göblersbruck und Rote Aueschenau. Das wären nämlich auch jeweils günstige Punkte, um halt ein Etappenende bzw. einen Etappenanfang zu legen. Man hat sich dazu entschlossen, diese Aulandschaft auch entsprechend durchströmen zu lassen. Ihr wisst, dass ich da vorher kein Blödsinn geredet habe. Also da sieht man tatsächlich, dass man da unter dem Damm durchströmen lässt. Das ist also wirklich da die Dreisen, die man da durchleitet und nicht irgendwie die Einmündung von einem anderen Bächlein, das da möglicherweise von der Seite herunterkommt. So, da noch einmal Wegweiser, Kreisbach, Rote Au, Stockerhütte. Und da, Stockerhütte könnte man da aufgeben, ich mir aber nicht, weil sonst ist nämlich nicht der offizielle Wegverlauf. Die ist angeschrieben mit 1,5 Stunden von hier. Und da drüben ist die ehemalige Haltestelle Göblersbruck. Normalerweise wurde hier der Weg asphaltiert, hat aber zum Glück einen breiten Seitenstreifen. Den benutzen wir. Und es wird greifbar
dass es auflockert. Ja, ihr könnt es sehen. Die Sonne lacht. Also da, Sonne. Haben wir uns gut ausgesucht. Ich wollte eigentlich die Hütten übernachten, klar machen für die folgenden Etappen. Und dann erstellen wir uns von der Straße, wie wir entfernt haben. Habe ich für das Zeit gefunden, weil sonst hätten wir echt am Telefon nichts verstanden. Wir müssen heute nicht auf den Berg, den man da im Hintergrund sieht, sondern wir dürfen wieder nach links hinauf in Richtung Osten. Also wir sind jetzt hier ziemlich am westlichsten Punkt unserer Wanderung auf dem Wienerwaldwanderweg. Da vorne glänzt jetzt die Haltestelle Rote Aue Eschenau in der Sonne. Und an der Stelle dürfen wir uns jetzt vom Dreisenfluss und auch von dieser Straße verabschieden und beginnen unseren Aufstieg zunächst einmal in Richtung der Stockerhütte. Also hier über die Bahngleise drüber sieht man auf der anderen Seite den Wegweiser. Und der Wegweiser sagt uns Stockerhütte über Altenburg 404. Also, das wird unseres sein. Wir wollen tatsächlich, so wie der 404er uns das da sagt, da hinauf. Voralpenweg, Abschnitt 404. Wilhelmsburg-Wienerwald, Wien. Na bitte, also wieder zurück. Der erste Anstieg, der ist über Gebühr steil und mühsam, wird aber recht rasch einmal mit einer hübschen Aussicht ins Dreisental belohnt. Da unten kann man das ein bisschen besser erkennen. Also da geht es ganz schön steil herauf. Ist auch nur spärlich markiert und wenn, dann in blau-gelb. Ist aber der richtige Anstieg. Der Ausblick entschädigt uns schon. Also auch da ist das Farbenspiel wirklich ganz ausnehmend schön. Wegbeschaffenheit, naja, ausbaufähig. Steigerung ist jetzt ein bisschen moderater als vorher. Aber es ist trotzdem noch mühsam. So, da tritt man jetzt in den Wald ein. Das Gebiet wird die Logik von dem Weg markiert. Ist nicht aufregend, aber da oben auf dem Baum sehe ich jetzt was. Schaut, da ist wieder so eine gelb-blaue Markierung. Wir richten unseren Blick da ein bisschen nach Süden und stellen fest, da ist es ganz oben schon fast alpin anmutend felsig. Dabei sind wir da noch gar nicht sonderlich hoch. Tatsächlich schwenkt der Weg da ganz kurz nach Süden, ohne Markierung, ja. Spannend. Sollte dann auch eigentlich da oben wieder drüber gehen, oder? Gut markiert ist da jedenfalls nicht. So, uns ist natürlich klar, wir sind da nicht mehr am Originalwegverlauf, so wie auf der Karte markiert ist. Und es ist nicht so, dass wir da unten nicht sehr aufmerksam geschaut hätten, ob wir irgendwo eine Markierung finden. Allein, es gibt keine. Es wäre unten an dem Wiesenrand zwar nominell vom Wegverlauf her weitergegangen, also soweit kann ich die Karten schon lesen, nur Weg hat es dort keinen gegeben. Und deswegen haben wir uns dann für diesen Maschinenweg da entschieden, der offensichtlich bis auf den Rücken hinaufführt, der dann irgendwann einmal zur Stockerhütte kommt. So, wir haben also einen sonnigen, wenn auch leider nicht aussichtsreichen Rücken erreicht. Und auf dem Rücken bleiben wir jetzt da einmal. Ich muss von der Karte her eigentlich gehen. Erste Überschreitung von Flutterby-Gedächtnisgrad. Ein bewegender Moment. Da ist es jetzt weglos, aber schon gut gangbar. Und natürlich ist es bei weitem nicht die erste Überschreitung und auch bei weitem nicht der Gedächtnisgrad. Da hat man sogar anscheinend einmal mit der Maschine den Baum heruntergezogen. Nämlich wahrscheinlich diesen. Tatsächlich ist felsig. Mitten im Wald. Auf der Bellokante sind wir jetzt im stark verblockten Gelände. Ja, da bewegt sich alles. Hui. Schau da was an. Fast schon alpine Dimensionen. Aber halt unter der Waldgrenze. Inzwischen sind Steigspuren erkennbar. Also der Grat ist da jetzt tatsächlich schon ein bisschen begangen. Man ist ganz leicht erahnen. Und da begegnet man jetzt, glaube ich, der Trasse von einem alten Maschinenweg. Der weitere Kernverlauf ist jetzt zur Maschinenwegstraße.
mäßig steil und da vorne kann man dann entscheiden, ob man da zur Stockerhütte hinauf will. Nachdem er geschlossen ist, bringt das nicht unruhig. Und nach anregender Gradkraxelei eine Forststraße erreicht. Und da geht es jetzt links vom Grat weg und ist alsbald nicht mehr steil. Wir haben auch nicht mehr weit auf die Stockerhütte. Die werden wir allerdings rechts liegen lassen. Nun denn, Aussicht doch einigermaßen diesig noch. Da würde ich da an dem Griff angreifen. Ja, genau. Und mir dann geben. Da vorne darfst du nicht angreifen. Normalerweise ein Gehöft mit einem schönen Stadel und einem Sechser drauf. Weg Nummer 6 zur Rudolfshöhe. Jetzt kommt uns bekannt vor, auf der Rudolfshöhe waren wir gestern. Die Zeit wäre da 3 Stunden. So, 404er ist ebenfalls auf diesem Weg zu erreichen. Da sind die Bäume angesichts der Höhe schon deutlich weiter. Also wir sind jetzt doch wieder über 600 Meter. Wir verlassen diese Weide da und sind wieder im schattigen Wald. Unser nächstes Ziel ist die Kuckuckbauerhütte. Und da werden wir jetzt schon noch gute 2 Stunden unterwegs sein. Also an dieser Aufzweigung da muss man nicht hinauf, sondern man muss sich da nach unten orientieren. Und da hat man das Schild 404. So, nach einer kurzen Vorstraßenpassage durch den finsteren Fichtenforst geht es für uns da hinunter auf einen Steig. Und da sind wir wieder auf so einer dieser wunderschönen Stellen im Wiesenwienerwald. Wo man jetzt hinsieht, ist die Stockerhütte oben. Und da schauen leider ist es sehr diesig noch, hoffentlich besser mit dem Föhn. Mal sehen, wie lange das dauert, bis die Luft ausgeräumt wird. Da in diese Gegend hinunter, da würde jetzt das Gölsental verlaufen. Und da drinnen liegt dann auch irgendwann einmal Heinfeld, unser heutiges Tagesziel. Wir wollen aber da hinüber zu diesem Höhenzug da. Ja, das ist jetzt die Trotzreaktion, weil wir da uns diesen schönen Baum gesucht haben und da noch ein viel schöneres Bankel gewesen wäre. Also die Zehethofer Höhe ist das. Die Zehethofer Höhe kenntlich gemacht da mit diesem Martal. Da bleiben wir jetzt sitzen, bis finster wird. Ja, ihr könnt jetzt diesen entschlossenen Versuch beurteilen, sich der Kuckuckbauerhütte entgegenzusitzen. Vermutlich wird das allerdings von wenig Erfolg gekrönt sein. Aber wir probieren es verbissen weiter. Schauen wir mal, was sie so tut. Vielleicht fängt das Bankerl irgendwann mit viel Verzieren an. Hätte man sich ja schon einmal verdient nach diesen vielen Tagen. Du tust eh immer mit einem Bankerl spazieren fahren, das nennt sich Eisenbahn. Da fahren wir wieder heim. Naja, aber nur wenn du bis zum Bahnhof kommst. Wir haben da jetzt die asphaltierte Zufahrt zu diesen diversen Gehöften erreicht und können da ein bisschen mehr vom weiteren Wegverlauf erahnen. Ja, wir müssen da hinüber, um eine Frage von vorhin zu beantworten. Aber nicht alles auf Asphalt. Und wir tasten uns jetzt von einem Gehöft zum nächsten. Es ist leider immer noch sehr dunstig. Man kann da über uns erkennen, es ist deutlich blauer. Das heißt, die Luft, in der wir uns da befinden, das ist gerade aus einer bodennahen Schicht, die noch eben ein bisschen feuchter ist. Man kann auch da über den Hügeln erahnen, schau ganz grau. Sind da Wölkchen zu erkennen. Ne? Das hat die Sonne noch nicht aufzulösen vermacht. Und damit haben wir halt auch eine richtig gute Fernsicht momentan. Wir haben jetzt beim Brandstädter den Asphalt wieder hinter uns gelassen. Und damit können wir uns an einem Schotterweg erfreuen. Und da vorne auf dem Baum erspäht das Auge des geübten Wandersmanns ein weißes Schild, wo wir vermuten, dass da ein Wegweiser drauf ist. Und dieses Schild sagt Kuckuckbauerhütte. Das ist ein Mantel und eine Abzweigung. Und meine Vermutung ist, dass wir bei der Abzweigung nach rechts müssen.
Na, der ist aber schon sehr verblasst, der Wegweiser. Hm? Trotzdem, Kuckobauerhütte 04404 ist zu erahnen. Wir müssen also wirklich nach rechts abzweigen. Und Kreisbach, Wilhelmsburg, könnte man jetzt von der Seite auch raufkommen. Siehst du? Schau, ein weiteres historisches Schild. 404. Ein Sichtschutzgürtel nimmt uns den Wind, beziehungsweise genau umgekehrt, ein Sichtschutzgürtel nimmt uns die Sicht und auch die Sonne. Ja. Es ist allerdings höchst empörend. Von dem vorhin erfolglos gebliebenen Versuch, die Kuckuckbauerhütte durch Sitzen zu erreichen, vergrämt, lassen wir dieses Bankerl da erst links liegen und spazieren erneut hinaus auf eine dieser herrlichen Wiesen, wo ganz friedlich die Kühe weiden. Und im Hintergrund sieht man jetzt, ja, das Alpenvorland sich auftun. Im Prinzip ist das Gölsental die Grenze vom Wienerwald und auf der anderen Seite dann ist es das Triestingtal. Alles, was südlich davon liegt, sind eigentlich schon die Alpen. Den Nebel erahnen kann man am Berg mit einem Gebäude drauf, also ein Spitzel am Horizont und daneben ein bisschen einen breiteren Berg und der Berg mit dem Gebäude drauf. Das müsste der Linienfelder Muckenkogel sein und daneben, das müsste die Hinteralpe sein. Bei diesem Wasserreservoir, da sieht man auf der einen Seite Markierungen und auf der anderen Seite auch Markierungen. Und das ist der einzige Hinweis darauf, dass man hier nicht hinüber zum Angerbauer, wenn ich das gerade richtig entnommen habe, gehört, sondern hier hinauf, das Schankel da ist entsprechend angefabelt, nur halt leider nicht rot-weiß-rot und damit längst nicht so auffällig, wie man es gern hätte. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kamera das wirklich aufnehmen kann, aber der Altweibersommer weht im Wind. Tatsache, obwohl schon um den 23. Oktober jetzt, wir haben wirklich ganz sommerliche Bedingungen. Die Mama hat vorher übrigens gemeint, ob ich denn mit dem Altweibersommer jetzt nicht auf sie bezogen hätte, oder doch nur auf die Spinnen, die da mit ihren Fäden durch die Luft gleiten. Und die Antwort ist selbstverständlich auf die Spinnen. Weil du bist ja schließlich nämlich kein alt Weib, ne? Genau, du bist nicht alt, du bist noch lange auf der Welt. Aber als Dame altersgemäß extrem gut zu Fuß. Und das ist auch der Grund, warum wir diese Wanderung gemeinsam genießen können. Ja, tatsächlich, und das ist wirklich aller Ehren wert, als Dame muss man das erst einmal zusammenbringen, dass man die Normaletappen von so einem Weitwanderweg in der üblichen Zeit bewältigen kann. Also, das ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Das muss man auch einmal anmerken. Danke, lieber Sohn. Ja. Was kriege ich denn? Bist du heute mein Essen dran oder ich? Bin ich dran. Nein, natürlich nicht, ich bin dran. Gell? Aber wir haben eh keine Hütte. Oh ja, wir haben die Kuckuckbauerhütte. Jetzt, wo du das sagst, zieht ein Heiß, fällt mir ein. Na schade, dann halt nicht. Also für alle, die sich den Aufwand teilen und dass jeweils einer abwechselnd zahlt für den anderen, ihr müsst euch die Etappen gut einteilen und die mit den geschlossenen Hütten aussuchen zum Zahlen. Das kommt euch total billig. So, ein Riesenschirmling. Und da muss ich euch jetzt dann zum Größenvergleich mal irgendwas zeigen. Und zwar, in dem Fall nehme ich einmal mein Mobiltelefon. Also, ja, das ist mein Mobiltelefon. Da kann ich erkennen, also der Pilz hat wirklich die Dimensionen zweimal Länge. Das heißt, also, der hat ja, fast 30 cm, was ich auch noch mal zeigt. Wie viel der Weg da begangen sein kann in die Jahreszeit, nämlich fast gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei mehr Publikum der Pilz neu stehen bleiben würde. Also in die Dimensionen wäre er dann für jemanden, der heute am Abend eine Mahlzeit haben will, eindeutig zu mitnehmen. Viel schöner kann man fast nicht erwischen. Das sieht sehr ungastlich aus. Man darf aber da durch. Also da darf man tatsächlich hinein. Kreisbach mit seiner Bahnstation verfolgt uns ziemlich. Darf man sich aber nicht abhalten lassen.
Wir wollen zur Kuckuckbar heute. Und da können wir uns ja mal orientieren. Na, schau. Also, da geht es einen Rundwanderweg Wilhelmsburg. Der geht da hinauf zur Stockerhütte zuerst. Und das ist auch der, der anscheinend mit dieser blau-gelben Markierung markiert ist. Und da bis daher sind wir bis jetzt gewandert. Und zur Kuckuckbauhütte geht es da aus der Karte hinaus. Wir sind gewesen, schau her, da. Das sind wir gegangen, die Rudolfshöhe. Und dann sind wir abgestiegen. Und zwar abgestiegen in Richtung so, da bis zur Haltestelle Kreisbach. Ja? Über den Weg da sind wir abgestiegen. Und wir sind aber von da gekommen. Ja? Da ist Wald, schau. Das Wald da drüben. Ja? Wir sind über diesen strichlierten Weg. Ja. Die Strichel sind schöner als der Weg, das muss man echt sagen. Die Katzelhofer Höhe verbleibt auch wirklich links von uns. Wir dürfen da abzweigen und über diesen etwas mäßiger ausgebauten Feldweg weiter spazieren. Es ist ein bisschen ein frischer Wind aufgekommen und der ist ein gutes Zeichen. Der frische Wind, das ist Südwind und der wird vielleicht die Luft etwas mehr abtrocknen. Wenn man da über uns schaut, sieht man, dass es schön blau ist. Die Sicht ist noch nicht rasend viel besser geworden. Aber wenn der Wind auch ins Tal durchgreift, dann räumt er diese feuchte Luft aus und damit verschwindet auch der letzte Dunst und Nebel. Und wir werden vielleicht morgen eine schönere Fernsicht erleben. Im Wald geht es jetzt ganz kurz einmal ein bisschen steiler bergan. Wir haben die Wiese auf der Katzelhofer Höhe hinter uns gelassen und damit ist es wieder schön schattig. Wir queren erneut eine asphaltierte Straße und diesmal gibt sich die Markierung keine Blöße. Denn Kuckuckbauer Hütte 404, ganz besonders gut angeschrieben. Wir dürfen da über diesen Steig abzweigen. Und das Interessante an der Stelle ist jetzt, Ochsenburger Hütte ist auch in die Richtung angeschrieben. Also tatsächlich der Wanderweg verläuft jetzt hier noch auf der Südseite von dem Rücken vorbei, bis dann die Abzweigung kommt, wo man in Richtung der Rudolfshütte auf den Verbindungskamm kommt. Ja, nicht verwirren lassen. Da ist die Gegend ein bisschen verwirrend tatsächlich. Also wenn man das einmal auf der Karte gesehen hat, geht es eh. Aber im Gelände fragt man sich dann, wie es das gibt, dass da ständig alle Hütten angeschrieben sind. Die Landschaft hier ist auch deswegen so reizvoll, weil die Kontraste einfach so groß sind. Also durch dieses relativ kleinräumige, jetzt ist man da in einer Waldpassage mit goldenem Licht drin. Dann ist man wieder auf einer Wiese heraus, auf einer sonnigen Höhe. Man hat einmal Aussicht und einmal nicht. Und auch der Weg ist immer anders. Also man hat den Verlauf wirklich so gewählt, dass man da nicht fahrt wird. Trotzdem sich da im Endeffekt nur ein endloser Rücken erstreckt. Und man da Anhöhe an Anhöhe überwindet. Allerdings muss man echt dazu sagen, es ist so, dass man kaum je einen Höhenverlust hat. Also das darf schon als das Idealbild eines schönen und lohnenden Wanderwegs gilt. Links von uns ist jetzt ein auskunftsfreudiger Wegweiser in den Blick gekommen und ich werde die Mühen des Anstiegs für euch da jetzt auf mich nehmen, damit wir da bei dem Türl sehen, was denn da alles draufsteht. Steht Ochsenburger Hütte, also 1,5 Stunden, Wilhelmsburg 2,5 Stunden, Stockerhütte 2 Stunden, Haltestelle Rotau 3 Stunden, Göblersbruck 3 Stunden. Hinunter nach Schwarzenbach, also in Richtung Süden, in 1/4 Stunde, die Haltestelle Wiesenfeld in 2 Stunden und die Kuckuckbauhütte in 1,5 Stunden von hier. Wir haben da jetzt einen Rastbankerl mit hervorragender Aussicht erreicht und können einen Blick zurück riskieren auf die Anhöhe, die man da im Nebel ahnen kann. Auf dem Rücken da oben fast sind wir gewesen. Das ist nämlich die Stockerhütte oben. Und jetzt haben wir doch schon eine ganz schöne Distanz zurückgelegt. Wir haben nämlich hier ein hervorragendes, vorgewärmtes Bankerl. Ja, die Sonne hat ganze Arbeit geleistet. Es ist überhaupt da herum ist Bergsommer. Also aktuell, weiß nicht, was wir haben, 23 Grad, 24 Grad.
Es ist wunderschön. Es, auf jeden es Fall. Ist gewaltig, ja. Man kann nichts sagen. Und der Holzstoß, der hat den Wind, der da aber eh nicht so auffrischt wie gerade vorhin am freien Feld, ein bisschen abhalten. Also wir haben es momentan sehr gemütlich und müssen gar nicht traurig sein, dass die Kuckuckbauerhütte heute geschlossen hat. Weil wer weiß, ob es so ein schönes Bank aufgab. Genau. Da sitzt man drinnen. So, Wienerwald Weitwanderweg. Allerdings in Richtung, wo wir herkommen. Wir wollen in die Richtung Kuckuckbauerhütte. Da war jetzt der Abzweiger hinunter nach Perscheneck. Das ist jetzt fast alleeartig. Mit einem wirklich schönen Blick auch wieder hinaus in Richtung Süden. Schaut mal, da ist der Farn schon zum Teil gelb bzw. braun. Und dann aber gleich noch grün. Da ist offensichtlich lokal sehr unterschiedlich. Ein weiteres Mal dürfen wir auf so einen herrlichen Wiesenabschnitt hinaus. Und vor uns der Weg, der ist nicht sehr ausgetreten und auch nicht sehr ausgefahren. Dieser Höhenzug da ist sicher auch mit dem Mountainbiker Genuss. Da ist man natürlich deutlich schneller als zu Fuß, keine Frage. Das Gemeine an dem Höhenzug ist übrigens das, dass man einfach jetzt da die Kuckuckbauerhütte die ganze Zeit über eigentlich angeschrieben hat und niemals ist die Anhöhe, auf der die tatsächlich sich befindet, sichtbar. Das geht sich genau nicht aus. Das heißt also, man hat jetzt die ganze Zeit über auch nie sagen können, ja, da muss man hin, dort ist die Kuckuckbauerhütte drauf. Denn sie ist auch nicht auf dieser Anhöhe da vorne, sondern sie liegt dahinter und war die ganze Zeit über verdeckt. Mit der Nebelauflösung im Flachland geht noch nicht allzu viel weiter, während hier der Föhn doch schon einigermaßen aufgefrischt ist. Aber da draußen hält sich diese Luft ganz, ganz hartnäckig. Ja, Wegweiser haben wir eine schöne Aussicht und da sieht man auch eine Anweisung 04404 nach 100 Meter links. Der Fahrweg, der da drüber geht, den darf man nicht folgen. Weil sonst kommt man nämlich nicht über diesen schönen Wiesenweg, den wir gerade gegangen sind. Und ein weiteres Mal erreichen wir eine Waldpassage. In der ist der Mittlerweg wie für uns gemacht. Und auch wieder jetzt ist er hervorragend markiert. Also man muss sagen, ab der Abzweigung zur Ochsenburger Hütte ist die Markierung wieder zu hoch vom Aufgelaufen. Davor war es echt schlecht. Dieser Mühe Lohn ist jetzt, dass wir hier in der Gegend zum ersten Mal die 700 Meter Marke überschreiten. Wir stapfen jetzt durch rostbraunes Laub und haben nur mehr eingeschränkt Sonne, weil wir da immer ein bisschen nördlich von dem Rücken verlaufen. Dieser altehrwürdige Einzelbaum da sagt uns, wir befinden uns am richtigen Weg. Schaut, das da ist einer von diesen Sträuchern. Und da gehen wir jetzt, oder ich gehe zumindest da mal in die Nähe hin. Weißt du, das, was wir gesehen haben, wo ich gesagt habe, das ist diese komische Wuchsform, ne? Ich behaupte, das ist ein Dirndl. Das wäre zumindest meine Vermutung gewesen aus der Ferne. Und da gibt es natürlich keine Früchte mehr drauf, ist klar. Das Holz, das ist schon einigermaßen ramponiert. Es ist ein Dirndl, ja. Greifen wir mal das Holz an. Wie hart das ist. Na, das ist da in dem Fall ein Gestrüpp, kann man sagen. Und immens hartes Holz. Das ist ein uraltes Exemplar, ja. Und da unten der Stamm, das sind viele Einzelstämme, aber zum Teil schon miteinander verwachsen, also da geht schon einiges. Wenn ich vom Dirndlstrauch geredet habe oder vom Hartriegel, ja, tatsächlich ist das die Kornellkirsche. Also ist jetzt dafür vor allem Zuschauer aus Deutschland der gebräuchliche Name. In Österreich heißt das Ding einfach Dirndl. Die Kornellkirsche, das hat bei uns eine ganz uralte Tradition. Haben die Römer schon gehabt in Verwendung. Das Holz ist zum Bau von irgendwelchen Speeren oder so wirklich super geeignet. Es ist ein ganz hartes und festes Holz. Die Sträucher wachsen auch dementsprechend langsam, sind langlebig. Also Dirndlsträucher werden sehr alt, durchaus Jahrhunderte. Das ist für einen Strauch schon eine ganze Menge. Und man brennt aus den Dirndln auch einen Dirndlschnaps. Ja. Auch Marmelade. Macht auch Marmelade draus. Marmelade ist übrigens sehr gut.
in sehr großen Mengen sollte man es nicht verzehren, sie stopft nämlich. Also das ist dann eine urarge Kombination aus dem Fruchtzucker, der drinnen ist, der eigentlich eher treibt, und den sonstigen Inhaltsstoffen. Sie ist auch extrem Vitamin C reich. Also eigentlich eine sehr gesunde Frucht, eine angenehme säuerliche Note, die bleibt auch dann, wenn sie vollreif ist, obwohl der Zuckergehalt gar nicht so gering ist. Ja, gehört zu den edelsten Obstbränden, die man hat, und auch zu den teuersten, weil die Bearbeitung einfach extrem aufwendig ist. Und gerade da, der Wienerwald und auch das Mostviertel sind wirklich reich an solchen Dirndlsträuchern. Also es gibt viele, viele tausend, und die werden auch zum Teil bewirtschaftet und die entsprechenden Produkte vermarktet. Wer Gelegenheit haben will, Dirndlprodukte zu verkosten, kann zum Beispiel mit der Mariazellerbahn fahren von St. Pölten nach Mariazell und dort sich ein Frühstück genehmigen. Dort kriegt er eine Dirndlmarmelade. Eine coole Kuhle mit Wasser, geeignet als Wildschweinshule. Und interessanterweise aber eigentlich da am Rücken herum. Das finde ich da spannend. Wie kann denn das sein? Hm? Wir sind jetzt an einem Wegkreuzrand gelangt. Das befindet sich hier. Und das ist das sogenannte Windkreuz. Ja. Und da vorne, er ahnt es nicht, erreichen wir eine weitere Wiese. Die Gatter schließen. Geht das Gatter einfach so aus oder was ist da hinten vor? Da hinten ist ein Mechanismus. Ah ja, da verbiegt sich da hinten ein Riegel. Aber das ist ein Mysterium um das Gatter auch gelöst. Gibt es jetzt Markierungen, Markierungen, Markierungen? Also mein Instinkt würde mir sagen, dass da nicht hinunter geht, weil das sind nämlich weiß-rot-weiße Markierungen. Fake News Markierungen, die haben wir jetzt vergessen. Das ist nicht so, da drüben geht es weiter. Hätten wir jetzt auch sehr gewundert, wenn der Weg auf die Kuckuckbauerhütte plötzlich nicht bergauf, sondern bergab fährt. Kuckuckbauerhütte, Stolberg, Kreuzwirt. Ja, da kommen wir als nächstes hin. Interessanterweise auch Gföllberghütte und Gföllklammhöhe. Ja, super, nicht genug. Man hat angenommen, die Kühe sind da so flexibel, dass man da drüber steigen könnte. Das wird funktionieren, oder? Ja. Äußerst elegant. Ganz ohne da stessen. Wiese, schau, da sind plötzlich Kiefern. Spannend, gell? Die ganze Zeit über hat man keine gesehen. Da war das Gelände auch sehr feucht. Und jetzt auf einmal ein Kiefernbestand. Ne? Das ist da am Baum wiederum. Einmal 404. Das Gelb, das ignorieren wir, das ist uns zu minder. Und da oben auch nochmal rot-weiß-rot. Da hat man jetzt eine Bobbahn. Eine sehr steile Bobbahn. Da auf diesen letzten Metern. Auf die Anhöhe hinauf. Dann wird es dann spannend. So, jetzt geht's das zu. Ihr habt euch alle erwartet, dass da schon die Kuckuckbauerhütte ist. Aber nein, weit gefehlt. Da gibt es jetzt nämlich noch ein Wiesel. Wir sind jetzt da auf diesen Rücken angelangt und schon ist jetzt alles wieder sanfter. Wer von dieser Landschaft und der Aussicht da gar nicht genug kriegen kann, der kann sich da drüben platzieren. Auf einen weiteren schönen Aussichtsbankerl. Gibt aber was her. Darf man sich nicht beklagen. So, wird vermarktet als Föhrenbisi Alpenblick. Na bitte. Aber sie übertreiben nicht. Also man sieht was und das sind die Alpen. Von daher, und Föhren, ja, gibt es auch. Also es macht schon irgendwie Sinn. Und der Bisi ist ein Bühel, ist also eine Anhöhe. Hm. Gut. Hab keinen Fehler gesehen. Die Landschaft da. Mit diesem offenen Baumbestand und Wiese dazwischen. Das gibt echt was her. Die Ausblicke da, dieses auch Geheimnisvolle vom Wald, mit dem, dass man eben nicht alles sieht, das ist schon was sehr Schönes. Vor lauter in die Gegend gelaufen, darf man aber nicht versagen. Da vorne die Markierung weist uns nach rechts auf diese Anhöhe hinauf.
Weil sonst stangert man nämlich da hinten bei einem Weidezaun wieder an. Wir gelangen erneut an eine Wiese. Das ist jetzt Ende Gelände. Da ist nämlich die Gegend aus. Deswegen müssen wir da wieder umdrehen. Da ist nicht die Gegend aus, sondern da kommen jetzt die Kämme zusammen, die auf die Kuckuckbauerhütte hinaufführen. Und da ist jetzt auf dieser Anhöhe Schluss mit Anstieg in ganzer Pracht und Herrlichkeit die Kuckuckbauerhütte. Zu guter Letzt doch geschafft. Das Heimkehrerkreuz hinter der Kuckuckbauerhütte. Und da ist jetzt der eigentlich höchste Punkt dieser Anhöhe mit ein paar Bankerl. Und ja, ahnt es schon, noch einer Wiese. Wir sehen da jetzt immer noch einen weiten Teil unserer Tour, denn da hinüber müssen wir noch. Also wir steigen da hinten dann auf und machen einen großen Bogen, bevor wir in Richtung Hainfeld absteigen. Und man sieht hinein in alpinere Gefilde. Den Abstieg von Heimkehrerkreuz muss man ja denselben Weg immer fahren. Man kann sich entlang des Zauns orientieren. Da erspart man sich zumindest ein paar weiten Meter im Austausch gegen die Höhenmeldung. Die Kuckuckbauerhütte heute geschlossen und offen Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Da hätte nicht viel Geschäft gemacht, da sind heute nicht viele Leute unterwegs. Und so macht er halt gar keins, hat dafür aber auch keinen Auflauf. Blau geht's nach Michelbach. Rotreiter 404. Wir nähern uns jetzt dann im Abstieg der Jubiläumsweide. Kannst du dir da was drunter vorstellen? Ich bin schon sehr gespannt, was das sein wird. Aber ich vermute eine Wiese. Ja, da kann man sich jetzt über die Qualität der Fernsicht gar nicht mehr beklagen. Gell? Das ist da deutlich weniger dunstig, interessanterweise. Also der Föhn hat offensichtlich seine Wirkung inzwischen doch getan. Jetzt wäre die Frage, was man da sieht. Ob das da hinten nicht das Hocheck ist. Parken verboten. Wollen wir eh nicht. Wir wollen da zu einem neuen Wiesel. Zwischen Gegend. Ja, wir haben inzwischen wieder Asphalt eines Güterwegs erreicht. Da ist ein Sattel. Bei einer kleinen Anhöhe, die wir nicht passieren müssen. Und man sieht, wir haben uns angezogen. Der Wind hat jetzt nämlich ein bisschen gedreht. Der Föhn ist eingeschlafen. Und es ist jetzt da doch einmal ein Rockköder, wie man so schön auf Österreichisch sagt. Also wenn man Kuckuckbauerhütte sieht und eine rot-weiß-rote Markierung, sieht man da auch einen rot-weiß-roten Pfeil. Und wir können jetzt da weiter hinunter. Leider schon eine längere Strecke auf Asphalt. Dafür haben wir uns aber den Anstieg auf diese Anhöhe da oben erspart. Es ist aber was anderes passiert. Die Sonne wird verdeckt. Schau mal, die Schleierwolken machen die Sonneneinstrahlung auch weniger intensiv. Damit wird der Nebel den Kampf für heute vermutlich bald wieder gewinnen. Jetzt haben wir da einen mäßig attraktiven Straßenabschnitt erreicht. Also das ist dann immer noch der Güterweg. Und der ist jetzt kilometerlang asphaltiert. Und bei dem Rücken, da müssen wir dann nach rechts abbiegen und dann kommen wir, nein, nicht auf eine Wiese, sondern auf eine Straße, richtig, auf eine richtige Straße. Aber das ist auch Fernwandern, das nutzt nichts, wenn man sich auf einem Weitwanderweg befindet und da halt einfach im Verlauf von ein bisschen mehr als einer Woche über 200 Kilometer unterwegs ist, dann gibt es halt auch Straße dabei und man darf schon sagen, der 404er macht das eh sehr, sehr gut, also der Straßen- und Asphaltanteil ist erstaunlich gering. Ja Leute, freut euch, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Der Bauer mit seinem Traktor, der düngt da. Und wir müssen da hinunter. Jetzt gibt es noch zwei Dinge, die uns im Weg stehen. Das eine ist, dass da unten eine Straße ist und die wir auch entlang müssen. Noch. Und damit meine ich nicht das Wegall da drüben leider. Und das andere ist diese Anhöhe da, die man umschiffen muss. Nicht sehr viel, aber es blüht immerhin eine einsame Königskerze da auf der Böschung. Und die Straße, wie sagt uns jetzt, Stolbergkreuzwirt 404. Also wir müssen leider entlang der Straße. Da kannst du zur Kuckuckbauerhütte, wo wir herkommen,
Da hinüber ist die Köhlberghütte angeschrieben. Ja, also Straßenabschnitt. Diesmal eine richtige Straße, kein Güterweg. Noch zum Glück nur ein paar hundert Metern Straße erreichten wir diese Abzweigung. Köhlberghütte und außerdem noch Stolberg und 404. Also man sieht, wir sind immer noch auf Asphalt. Zwar jetzt auch nicht mehr ein paar hundert Meter weiter als vorhin an der Straße, aber trotzdem. Und der Asphalt allein wäre es vielleicht gar nicht so sehr, sondern halt die Kombination. Es ist schon ein bisschen später am Tag, die Sonne ist weggegangen, der Wind war vorher unangenehm kühl und man schläft dann da doch plötzlich, nämlich im Vergleich zu dem, was man gehabt hat, eben ein bisschen demotiviert dahin. Unserer Stimmung entsprechend gibt es da eine Trauerweide, eine wunderschöne. Ja. Wir müssen weiter in Richtung der Moosschank. Sonnige Gemüter unter euch werden aber bemerkt haben, es macht wieder knirsch, knirsch. Draufgefallen? Ja, ja. Ja, also es macht knirsch, knirsch. Was so viel heißt, wir haben den Asphalt jetzt endlich hinter uns. Wunderbar nach dem Nutzhof, wo uns übrigens der Asphalt für eine kurze Weile wieder hat, können wir da nach rechts hinauf und aber gleich wieder nach links. Also da Forststraße. Wandertag, schau, da ist jeden Tag Wandertag. Ja, wir sind uns jetzt gerade beide einig geworden. Wir hätten jetzt noch einen Grund gesehen, von der Kuckuckbauerhütte weg unbedingt diesen Schlenker in Richtung Osten zu vollziehen, bevor man auf Heinfeld absteigt. Also, wenn da nicht noch irgendeine rasende Attraktion kommt, die mich völlig aus den Socken haut, dann frage ich mich, warum die Wegführung das Original so gewählt hat. Jetzt hinauf. Rot-Weiß, rot markiert. Was natürlich auch sein kann, warum man diese Art von Wegführung nimmt, ist, weil man irgendwie an einer Quelle vorbeikommt zum Beispiel. Wenn man da schaut, es ist sogar möglich, dass da drüben einmal eine Quelle war. Hm? Ja, Saphirtränke und da hinten eventuell tatsächlich eine Quellenmöglichkeit. Einige im Suchen haben wir da jetzt die Markierung gefunden, weil ich nämlich Zweifel gehabt habe, dadurch, dass ich habe gewusst, es muss da entlang der Wiese gehen. Das sieht man nämlich auf der Karte. Und dann habe ich von hier oben diesen Weg da gesehen. Sonst wären wir jetzt nämlich da noch unnötig weiter durch den Wald aufgestiegen. Dann hätte es mich vermutlich gefressen. So, man verzeihe mir mein Gehansehen. Da hat sich die Wegführung aber absolut überhaupt nicht mit rumbekleckert. Also ja, man kann da jetzt auf der Wiese gehen. Die Wiese ist einsam, die Wiese ist aussichtsreich. Alles schön und gut. Ja, das ist schon ein bisschen zart, oder? Das würde ich mir bei einer erneuten Begehung eher sparen. Da drüben, dieser ehemalige Weg, der ist komplett verwachsen. Da hätten wir zwar, schau, da oben ist die Markierung drauf, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf Brombeer habe ich jetzt keine Lust. Aus Brombeer-Gestrüpp durch Streifen überhaupt nicht. Also das kann ich jetzt so gar nicht brauchen. Und ja, da, es wäre offiziell der Wegverlauf da drinnen. Und jetzt riskiere ich da einen Blick. Naja, ja. Also die Wiesen ist gescheiter. Wer jetzt behauptet, dass das der das Wegverlauf bis jetzt das Highlight gewesen wäre, der lügt. So, wir werden immerhin mit einer Blume beschenkt. So, wir haben also den Weg jetzt wieder richtig erreicht. Da vorne war es echt ein Brombeergestrüpp. Da ist jetzt geringfügig besser. Murzdrum Wirbel, weil einer Schotter gibt offensichtlich. Da hinter uns finsterer Fichtenforst. Recht viel begangen ist er nicht. Gatschig ist er auch. Also das da, das sind jetzt die Sümpfe der Traurigkeit, falls jemand die unendliche Geschichte gelesen oder zumindest den ersten Film gesehen hat. Da kommt jetzt ein bisschen eine Melancholie. Also 404 Schild in hervorragendem Zustand, da kommt nämlich keiner vorbei. Und da ist eine pelzige Schlange um den Baum herum.
diese pelzige Schlange, das entpuppt sich alles. Efeuranke ist ziemlich große, ne? Schon interessanterweise sind die Schilder auch wirklich im total guten Zustand. Also da offensichtlich kommt nie die Sonne hin und damit wirkt es wie neu. Da ist eh ganz gut markiert, nur war genau ein Zweigerl im Weg. Das hat mir jetzt momentan ein bisschen zweifeln lassen. Wir entfliehen den Waldarbeiten und begegnen da einer sehr, sehr feuchten Stelle. Da kommen wir unten am besten vorbei und dann kommt Mondlandschaft 2.0. Somit schonender Forstwirtschaft hat man es dann noch nicht so richtig. Da ist der kleine Bruder, der ist jetzt nicht so breit wie mein Handy, also von daher. Und das ist jetzt wirklich das Attraktivste in der Gegend, also da ist jetzt leider die Wüste. Die Gegend will uns loswerden, gell? Das wird ja aber gelingen, weil da wollen wir nämlich tatsächlich nicht bleiben. Ebenberg. Ah. Um Gottes Willen. Weißt du, was das ist? Der Baum da. Das ist eine Eibe. Das ist eine Baumeibe in einer unglaublichen Größe. Schau dir das an. Das ist irre groß für Eibe. Wahnsinn. Das muss man zu schätzen wissen, dass man da dann irgendwie sagt, ja, das war es jetzt wert. Also, es ist ja wunderschön, wenn man in der Natur wo Eiben findet. Die sind wirklich selten geworden. Und das Problem ist halt, also da jetzt deswegen 5 Kilometer Straßenhardschau und weitere 3 Kilometer durch den Wald in wirklich einer ganz einer mäßigen Gegend. Na, ob ich das gebraucht hätte. Ich formuliere das einmal höflich. Auch im Fliederwald bei mir zu Hause, da gibt es Eiben. Und zwar gar nicht wenige. Die sind natürlich nicht so wunderschön und sie sind nicht natürlich dort gewachsen, sondern die hat sich vermutlich dort einer hingesetzt. Trotzdem, also deswegen hätte ich persönlich nicht her müssen. Das sind alles alte Eiben. Uralt, wahnsinnig schöne Bäume, keine Frage. Also ja, mit Sicherheit ist es wert, dass man da mal herkommt. Ich glaube nur, man hätte die Wegführung da nicht machen müssen. Also das für eine Eibe, Wahnsinn. Ja. Hat sich ein schöneres Licht verdient, aber Eiben sind nicht eben gerade Lichtbäume. Die mögen das nicht so gern. In der Dunkelheit leicht zu übersehen, diese Markierung da. Wir gehören da aufs freie Feld hinaus vorne. Das ist der Eibenberger Hof. Na, der schaut aber auch nicht viel besser aus als die Eiben da. Hm? Der Lohn unseres Abstechers da jetzt heraus über das Feld ist, es scheint noch mal die Sonne. Also bitte, jetzt sagt noch mal einer, dass das ganze Sudern und Ranzen nicht genutzt hat. Einmal will uns die Natur noch beschenken und da, schau, 404 dürfen wir jetzt tatsächlich hinauf. Da auf diese Nase hinaus. Ah ja, schau da. Da ist eine Markierung drauf. Auf dem komischen Konstrukt, das den Namen Baum kaum verdient. Mein Instinkt drückt mich offensichtlich nicht. 04404622, wir sind richtig gegangen. Bei uns verschwindet jetzt so die Sonne hinterm Wald. Da geht es nochmal über eine Wiese dahin. Und da oben hat man jetzt die Abzweigungsmarkierung auf den letzten Schlussanstieg. So, 404 führt uns da zu diesen Wegweisern. Und die Wegweiser sagen uns dann wiederum, dass wir da dann noch weiterkommen. Da gibt es jetzt den Kreuzwirt Kontrollstelle. Ja, die Kontrollstelle. Die brauchen wir nicht wirklich. Und auf der anderen Seite hinauf, da geht es jetzt für uns in Richtung Hainfeld. Die Forststraße dürfen wir da verlassen. Und auf diesen Maschinenweg hinauf, der ist ja auch moderat in der Steigung und ein bisschen schöner zu begehen. Bei schlechtem Licht europäischer Fernwanderwege 4 Pyrenäen, Jura, Neusiedlersee, Ballatern. Wiederum ist das Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Der Kamm dort oben ist jetzt zum Greifen nahe. Auf dem Sattel haben wir dann das meiste vom Höhenunterschied überwunden. Es geht am Kamm dann zwar noch ein bisschen moderat bergauf, aber das sind vielleicht dann noch 20 Höhenmeter oder so. Und so muss man echt sagen, diese Etappe hat zwei Gesichter. Eine ist wirklich ganz traumhaft.
Das ist echt so Dr. Jekyll und Mr. Hyde bis zur Kuckuckbauerhütte. Wonderbra. Und danach halt wirklich mies und erst jetzt erfangt sich das Ganze wieder. Da hat man für die Forststraße den halben Berg weggesprengt. Das ist dafür, dass man da eine Kehre hat, wenn man mit dem LKW irgendwie rumkommt. Also, zweifelhaft, sagen wir es mal so. Auf der Anhöhe erwartet uns dann ein Matterl und auf der anderen Seite eine frisch gemähte Wiese. Und da müssen wir jetzt noch hinauf. Da haben wir den Sattelpunkt erreicht und sind wieder auf über 700 Meter angekommen. Ja, also da noch einmal Sonne. So, in den letzten Sonnenstrahlen haben wir jetzt noch eine Müsli-Riegel-Gelage und ein Nussau-Gelage. Das haben wir uns jetzt redlich verdient nach dem Anstieg. Es ist jetzt noch mehr als eine Stunde hinunter nach Heinfeld, also das ist einmal unbestritten. Aber wenn wir rennen, ist es mehr als eine Stunde. Die Abendstimmung verschwinden wir da jetzt. Wir können eh über die Wiese drüber gehen. Müssen da nur dann da wieder in den Wald hinein, entlang des Wegs. Die Fernsicht ist ein bisschen klarer geworden, gell? Da am Rücken kann man jetzt nach links dem goldenen Licht zuschauen. Ist das noch mehr Stimmung, hä? Da mag sich die Etappe jetzt noch einmal versöhnlich zeigen. Hier Vollberg Heinfeld. Nach links hinunter. Haben es gut markiert, darf man nichts sagen. Ja, tatsächlich, schau. Dass man da ganz sicher ist, haben sie da oben auch eine Markierungstafel angebracht. Wir verabschieden uns von dieser Anhöhe. Du warst ja eh ganz schön und ganz brav und schau. Ja. Also, der Blick, das entschädigt schon wieder. Nicht? Da vor uns, ja, dieser breite Rücken mit diesen so Schneisen oben, siehst du das da? Ja. Das ist der Unterberg. Der Abstieg über die Wiese ist nur kurz, dann geht es da wieder ein bisschen so am Hang dahin. Und du musst aufpassen, das wird nicht allzu viel begangen, das heißt, die Spuren sind relativ mäßig sichtbar. Aber da vorne haben wir wieder einen Baum mit einer Markierung. Das ist auch nicht so richtig. Und hinter mir, das ist Hasenort. Ich weiß nicht, ob das ein Flurname ist oder ob die einfach so heißen, die da wohnen. Bis daher führt tatsächlich ein asphaltierter Weg. Man glaubt das nicht. Hm? Unterhalb vom Reiseneck geht es da jetzt die Zufahrtsstraße hinunter. Da würde man jetzt nämlich vermuten, 404 geht da in den Graben. Das macht er nicht. Die Asphaltpassage währt nur kurz. Wir dürfen nämlich da in der Serpentine hineingehen. Ja, genau. Ganz minimal einmal bergan und dann über die Wiese, über einen Steig drüber. Das Wiesensteig auch wird uns erneut im finsteren Wald hinein. Und jetzt ist der Anstieg auch vorbei. Beim Abstieg im Abendlicht darf man da jetzt nicht versäumen. Die Markierung da oben auf dem Baum, die doppelte. Das geht nämlich da tatsächlich jetzt als Steiglein weiter und nicht unten auf dem Weg über die Wiese hinaus. Die können wahrscheinlich da gerade aus drüber, oder? Da vorne ist wieder ein Gatterl. Auf der Weide nicht beim Gatterl durch, sondern da beim Hochstand vorbei und entlang des Zauns absteigen. Schau auf den Baum, weist uns hinunter. So, jetzt sieht die Kamera im Wald fast gar nichts mehr. Nachdem sie unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt haben, wir schon noch. Also der Weg ist durchaus noch gut erkennbar. Das übertreibt die Kamera jetzt wieder fast ein bisschen. Da muss man jetzt schon vorsichtig sein und darf sie nicht da stressen. Wegen dem Wurzelwerk. So, der Steiger wäre da auch direkt weitergegangen. Das haben wir jetzt aber umgangen, damit wir uns dann nicht noch im letzten Licht bzw. in der letzten finsteren Passage im Wald
irgendwo über Wurzel da stolpern. Und hier ist ein Gatterl. Und bei dem Gatterl, da müssen wir durch über diesen Steg. Halt. Und der ist allerdings schon immer mehr sehr vertrauenerweckend. Wahnsinn! Also, da bin ich ja froh, wenn ich drüber bin. Es ist Abenteuerurlaub. Also, der schwingt schon ziemlich. Aber wir dürfen dafür aus dem Wald heraustreten. Also, da sind wir jetzt wieder am Waldrand. Wir machen da mal auf. Bitteschön. Also, der Unterschied zwischen im Wald und aus dem Wald heraus ist um diese Jahreszeit und zu dieser Tageszeit dann natürlich riesengroß. Da kann man sich noch sehr gut orientieren. Im Wald wird es jetzt schon ganz arg finster. Nach dem Pöllhof geht es da nach rechts. Einen ganz minimalen Anstieg noch einmal über diese Brücke drüber. Und dann kommt man zu Groß und Klein Grill. Hier gibt es eine Abzweigung in Richtung eines Matals. Auf dem Baum unten erkenntlich gemacht. Mit dem Pfeil. Für solche Unternehmungen, wo man sich mit dem Tageslicht, sage ich einmal, schon am Limit befindet, sind gute Kartenlesefähigkeiten sehr gefragt. Das heißt, da Füße und einen beleuchteten Weg. Wir sind voll in die Finstern gekommen. Warum ist das so? Es ist nicht deswegen so, weil wir uns urarg verrechnet haben. Ich meine, natürlich, wir haben uns dann schon Zusatzrast genehmigt und wir haben uns da beim Eibenberg ein bisschen vergogelt gehabt. Aber das ist deswegen, weil jemand offensichtlich seine Alpaka-Zucht ganz wichtig ist und der den 404er einfach gesperrt hat. Das ist die Markierung auf dem Haus drauf und dann ist leider das Alpaka-Gehege und es ist halt zu. Ich kann jedem nur raten, ganz grundsätzlich, sobald man bei der Kuckuckbauerhütte ist, den direkten Abstieg nach Einfeld zu nehmen. Da will man offensichtlich keine Weitwanderer und da soll man aus meiner Sicht auch keine bekommen. In dem Fall unverständlich ist, das ist auch der 04er. Und das ist immerhin der Voralpenweg, also einer der 10 großen Fernwanderwege in Österreich. Da gegangen jetzt der Steig in den Wald hinein, den lassen wir bleiben. Wir gehen da jetzt auf der Vorstraße einfach weiter. Das ist für uns keine wesentliche Ersparnis, wir erreichen den Zug, den wir wollen. Das war es jetzt einmal ganz kurz von allem, was ich dokumentieren kann, von der 5. Etappe vom Wienerwald-Weitwanderweg. Ich bin Vlad dabei und weiter geht's für euch hoffentlich trotz aller Unbilden, die es da gibt, auf der 6. Etappe vom Wienerwald-Weitwanderweg. Und falls ihr da doch nicht weiter zuschauen sollt, dann vielleicht sieht man sie einmal auf einer anderen Tour. Also wir sehen noch einmal die Lichter von Heinfeld bei Nacht um ungefähr 19 Uhr. Ja, immerhin, ne? Also wir haben noch mal einen schönen Blick am Schluss. Ist Gras da noch jede hundertste Kuh oder irgend sowas? Hätte ich gern gucken, ob bei dem wie die Gurgel umdreht. Kommt Mondlandschaft 2.0. Da haben sie alles abmontiert. Naturdenkmal oder was? Was wäre das jetzt für eine schöne Vorbeigehszene gewesen in den Sonnenuntergang hinein? Der Heinfelder Kirchenberg ist gekommen. Da ich stürmisch im Wind, haben wir jetzt den Flachboden erreicht. Im Vordergrund hat man Gipfel. Es tut mir leid, da habe ich versagt. In der Enzianhütte und wir haben die Hütte für uns allein.